Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play in LS19. Wir sind auf der Map Zweisternhof, ihr seht es. Ja, ich dachte mir, ich finde diesen Hof total genial und ich dachte mir, wir fangen hier einfach mal ein neues Let's Play an. Zuzüglich zur Felsbrunnen dachte ich, fangen wir hier mal neu an. Ihr seht es, ich bin auf Farm Manager, wir haben 1,25 Millionen Euro. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an. Wir kaufen uns erstmal den Hof. Das ist das Erste. Ne, Schweinstall nicht. Achso, wir müssen auf Land gehen. Wir kaufen uns den Hof. Ich würde sagen, wir können uns das Feld auch kaufen. Feld 8 kaufen wir uns auch. Jetzt sind wir mal ein bisschen, wenn wir mal ein paar Felder haben, wo wir dann auch schön viel anbauen können. Und die Wiese, die kaufen wir uns auch noch dazu. So, dann haben wir das Feld, gehört alles uns, das ist sehr schön. So, Leute, und jetzt können wir shoppen. Shoppen, bis der Arzt kommt. Wir fangen erstmal an mit einem kleinen Traktor. Tja, aber wie klein wollen wir ihn denn? Wie klein wollen wir ihn denn? Und Frontline. Wir kaufen uns erstmal, würde ich sagen, einen großen Traktor. Tja, das ist, den finde ich schon zu teuer. Hat der Frontlader? Der kann Frontlader nehmen und hat so. Ja, komm. Wir nehmen den Klaas. Frontladeraufbau, ja. Und der Rest kann eigentlich so bleiben, wie er ist. Frontladeraufbau, komm, kaufen wir. Was kostet der? Wow. Ist nicht schlimm, das kriegen wir alles geregelt. So. Da. Jetzt brauchen wir noch einen kleinen Hoftraktor. Da können wir euch sagen, wir nehmen mal den Fiat. So als kleinen Hoftraktor ist der vollkommen ausreichend. Wie viel hat denn der? 150 PS kaufen. Hammer. Kann man da irgendwas vorne dran hängen? Nee, kann man nicht. Oh, okay. Brauchen wir was von vorne dran hängen? Nee, das kriegen wir auch so hin. So, dann haben wir Traktoren. Wir brauchen einen Mähdrescher, Leute. Dann nehmen wir hier ihn, kaufen wir. Kontostand, ja, passt. Die kaufen wir. Haben wir. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen einen Hänger. Da würde ich mal sagen, weil wir ja auch ein paar Felder mehr haben, nehmen wir ruhig den Agro-Star vorne mit fester. Festen Anbau kann ich einfach besser fahren. Mit Deichsel kann ich gar nicht fahren. Wir brauchen einen Schneidwerkswagen. Nehmen wir das hier. In einem schönen Rot. Oh, das passt. Kaufen wir auch. Sehr schön. Wir brauchen ein Schneidwerk. Das ist das. Ja, komm, das kaufen wir auch noch. Wir brauchen ein Flugwirbel. Wir haben ja mit Flügen an. Wir müssen mal ein bisschen durchflügen. Dann können wir uns den eigentlich kaufen. Können wir auch kaufen. Wir brauchen eine Sämaschine. Welche nehmen wir denn? Amazon hat die mit. Die hat nur. Die hat nur mit. Nur Säen. Aber ich möchte auch gerne eine mit Düngen. Ich glaube, wir nehmen auch die wieder. Die haben wir auch in den anderen Let's Play. Ich würde zwar gern die nutzen, aber da haben wir gemerkt, das läuft so nicht wirklich mit der so rund. Ach komm, nehmen wir hier die wieder. Kaufen. Anlieferungsplatz blockiert. Okay, wir haben zu viel ausgegeben. Wow. Boah, das ist doch mal ein Foto wert. So, warte mal. Wir machen mal die Karte weg. Ne. Ja. 9. Und machen wir ein Foto. Und zack. Passt. So, dann machen wir hier mal Platz. So, was haben wir hier schon was, was wir für dich mitnehmen können? Ja, kommen wir mal. Den Hänger können wir schon mal mitnehmen. Oder ne, wir nehmen lieber mal den Flug, man weiß, wie schwer der ist.
Machen wir für dich auch noch Frontlader. Müssen wir auch noch kaufen. Zack, aufgenommen. Aber als erstes müssten wir mal unseren Drescher. Nee, haben wir den kleinen. Der hört sich auch spitze an, der Fiat. Oh. Der rappelt aber ganz schön. So, dran. Nicht gegen unseren neuen fahren. Nein, das möchten wir nicht. Na komm. So. Und dann nehmen wir als erstes den Drescher. Ich glaube, von unseren Feldern ist nur das reif. Das ist reif. Was ist da drauf? Natürlich Mais ist da drauf. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann machen wir das anders. So. Wir mieten ein Maisgebiss. Das hier ist das für unser, ne? Ja. Wir mieten. Mieten wollen wir. Ja. Okay. Das ist nicht ganz so teuer. Und das müssen wir nicht mal aufklappen, ne? Wir mieten das nämlich. Zack. Sehr schön. Und dann können wir auch gleich los. Dann können wir als erstes mal den Mais runter, weil ein Gebiss jetzt kaufen nur für Mais, weil Mais machen wir eigentlich selten. Das können wir uns ja immer noch kaufen. Da sind jetzt 1000 paar zerquetschte. Das geht schon. So. Guten Tag. Guten Tag. Ja, komm. Er hätte uns auch mal durchlassen können. Ihr seht, dass hier ein riesen Mähdrescher kommt, ne? Aber sind wir ja mal nicht so. So. Dann wollen wir mal gucken, wie wir zu dem Feld kommen. Weil ich muss gestehen, ich habe schon ein bisschen die Map mal angespielt, mir um zu gucken, ob sie mir gefällt. So. Ob sie mir gefällt. Find's auch gut, die Map. Und muss gestehen, ich habe auch schon 2-3 Folgen aufgenommen. Aber da hatte ich was falsch eingestellt. Deswegen musste ich es nochmal machen. Ist aber nicht schlimm. Das ist unsere Wiese. Oh ja, komm. Der macht da so einen Stress da hinter uns. Was ist denn los bei denen? So, auf jeden Fall. Wir brauchen gleich noch eine Spritze. Müssen wir uns kaufen. Und Leute, ihr seht das. Hier sind echt viele Bäume. Und ich habe eine kleine Überraschung mit ins Mod-Paket genommen. Was ich gestern bei Modhoster gesehen habe und mir gleich runterladen musste. Ihr werdet es bald sehen. Oh, hier ist noch gar nichts drauf. Okay. Hier ist noch gar nichts drauf. Weil beim anderen Let's Play, wo ich angefangen habe, war hier schon was drauf. Okay. Wir fahren einfach mal zu unserem Maisfeld. Dann wollen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. So. Da wollen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Das ist Feld 8. Ich glaube, wir kommen hinter den Häusern. Ist ein kleiner Weg. Da fahren wir mal hier lang. So, dann werden wir gleich uns noch hier was platzieren. 3 große Stationen. Das Feld 7. Feld 7 ist auch wirklich nicht groß, ne? Da ist Feld 8. Wow. Haben wir geschafft hier rum. Sehr schön. Feld 7. Was ist auf Feld 7 drauf? Bestimmt irgendwas, was wir nicht brauchen können. So, und rum mit dir. Das ist aber auch ein bisschen komisch. Das ist auch nicht mal richtig angesehen, das Feld hier. Wer hat denn hier angefangen? Wer hat denn hier gesät? So, komm. Und starten wir mal. Und machen wir mal den Helfer ein. Gehen wir mal kurz runter. So, was ist denn hier drauf? Ist das okay? Und hier müsste Hafer sein, oder? Sehr schön. Okay, das können wir so lassen. So, dann können wir weiter einkaufen. Ah, wir brauchen einen Dünger. Düngerspritze wir schon sagen. Ihr wisst es. Den kaufen wir uns. Dann kaufen wir uns noch eine Spritze. Dann nehmen wir das von Kuhn diesmal. Kaufen wir uns auch.
So, da haben wir das gekauft. Ja. Ich brauche mal als erstes. Dich können wir schon mal direkt dahin fahren. Muss ich den. Das muss ich erstmal einklappen, oder? Ja, jetzt ist er eingeklappt. Wollte schon sagen, kann man hier mit aufgeklappten. Oh, vorsichtig. Mit aufgeklappten Flug fahren. So, dann werden wir. Dich werden wir erstmal schon mal zum Feld fahren. Wir werden das auf jeden Fall pflügen. Vielleicht werden wir es auch wieder ein kleines bisschen vergrößern. Das sehen wir aber dann noch. Wir fahren mal hier lang. Ich muss gestehen, einen anderen Let's Play hatte ich knappe 80.000 Euro mehr, weil ich hatte einen anderen Starttraktor gekauft. Aber diesmal habe ich jetzt diesen anderen und dafür den größeren. Dann müsste sich eigentlich ausgehen. Den Code Class oder Case. Case. Class, nicht Case. Ich habe es auch immer mit den Namen. Dies schon immer. So. Zack, hier kommt dann unser Mähdrescher rein. So. Und rum. Lassen wir dich erstmal noch mal ein bisschen machen. Fahren wir mal ins Blumenfeld. Dich können wir erstmal machen lassen. Na komm. Kommt was? Nein, ja, kann warten. Ja. Ein bisschen höher gehen. Boah, er schafft es aber. Ja, 150 PS hat er ja auch. Aber ein bisschen alter, ja, muss er schon ganz schön kämpfen. Guten Tag, guten Tag. Ich bin der Neue. Ich bin der Neue. Ja, ist klar, mit was fest. Oh, Alter. Ja, ich warte schon. Oh, Chantal. Hallo, Chantal. Ja, man muss freundlich sein zu unseren Mitnachbarn. Wir sind der Neue. Sie gucken ganz genau, was wir auf den Hof machen. Gerade neu gekauft den Hof. So. Das wäre geil für ein LS 21 wäre das ja. Das hätte sich auch mit an LS 21. Wenn doch der KI-Verkehr einmal überholt, weil man so langsam fährt, das wäre ja mal was. So. Und fahren wir hier drauf. So. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Fehlen ja Scheiben? Nee. Oder? Nee, hier sind auch Scheiben drin. Ja, hier sieht man es, aber hier sieht so klar aus. Nee, sind drin. So, das müsste unser Schweinestall hier sein. Ja. Das ist, glaube ich, der Schweinestall. Hier müssten wir. Oder ist das der Schweinestall? Oder war das der Kuhstall da? Nee. Schafstall könnte das gerade gewesen sein. So, aber das sehen wir dann, welche Ställe das sind. So, Leute. Er ist am Fahren. Okay. Okay. Wir müssen sowieso da lang. Hier ist ein Zaun. Hier ist ein Zaun. Rundherum. So. Haben wir. Ich können wir erstmal hier abstellen. Du kannst erstmal weitermachen. Das ist sehr schön. Jetzt kaufen wir uns erstmal was ganz Tolles. Ihr seht die Platzierbaren. So, Pflanzenschutz. Wo stellen wir den Pflanzenschutz hin? Wollen wir den hier vorne hinstellen? Ich muss mal kurz gucken. Dann stellen wir mal hier hin. Oder wollen wir hier. Wir stellen Pflanzenschutz, stellen wir woanders hin. Wollen wir den hier hinstellen? Den können wir hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob das Grüne weggeht. Geht weg, sehr schön. Pflanzenschutz nehmen wir hier. Und was haben wir denn hier? Dünger. Ah, Dünger stellen wir einmal hier hin. So, nicht. Dünger stellen wir einmal hier hin. So, am Haus dran. Ja, sehr schön, das passt.
Und dann brauchen wir noch Saatgut. Saatgut, was war, glaube ich, das erste, genau. Das stellen wir hier hin, aber hier können wir dann unsere Sachen hinstellen unter den Unterstand. Wir drehen das nochmal. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung das zeigen muss. Zack, sehr schön. Ja, das passt. Das passt. So. Dich können wir mal kurz da liegen lassen. Dann fahren wir mal mit dir, fahren wir mal schnell wieder zu unserem Händler. Oder ich würde sagen, ja komm, wir fahren noch mal schnell zum Händler ein bisschen. Passt das? Kann man hier noch hochklettern? Ja, vielleicht ein kleines bisschen nahe gesetzt, aber man kann hochklettern. Man kann hochklettern und es sieht okay aus. Unser Pflanzenschutz, den können wir da drunter dann platzieren. So Leute, aber ich würde sagen, oh, ich würde sagen, wir sind fertig für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein. Ich weiß noch nicht, wann die Folgen kommen. Ich glaube einmal die Woche. Ich lasse jeweils eine Folge LS19 jeweils einmal die Woche kommen oder zweimal. Ich weiß es noch nicht. Wir sehen es dann. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet ein zu einer weiteren Folge Let's Play LS19 auf der Map 2 Sternhof. Genau. Bis dahin. Tschüss.